Es ist enorm wichtig, dass du die Technik nicht nur beherrschst, sondern dass du sie auch konditionierst. Hey, es ist Martin von Critical Response. Wir wollen uns heute einen enorm wichtigen Aspekt des Selbstverteidigungstrainings angucken, und zwar die Konditionierung. Technik zu verstehen und gut umsetzen zu können, ist die eine Sache. Die andere ist, dass wir die Dynamik einer Gewaltsituation möglichst realistisch im Training nachspielen wollen. Und dafür brauchen wir Konditionierung. Ich weiß nicht immer genau, welcher Angriff erfolgen wird. Auf jeden Fall wird er mit Kraft und mit Aggression erfolgen. Vielleicht in einer Distanz, die ich nicht gewohnt bin, in einem Winkel, den ich nicht gewohnt bin, in einer Kombination, die ich nicht gewohnt bin. Es gibt sehr viele Variablen. Trotzdem muss ich meine Antwort auch unter diesen unbestimmten Bedingungen umsetzen können. Und dafür ist Konditionierung. Das heißt, wir bauen eine Kulisse auf, die mir nicht mehr Zeit und Ruhe gibt, um meine Antwort entspannt umzusetzen, sondern die einen Stressfaktor mit einbaut. Da gibt es viele Varianten, da stellen wir auch gleich einige von vor. Wichtig ist erstmal das Grundkonzept der Konditionierung. Der klassische pavlovsche Hund. Die Glocke klingelt, der Hund fängt an zu sabbern, auch wenn es gar kein Futter gibt. Das ist Konditionierung. Reiz und Reaktion. Das heißt, der Reiz für den Hund ist, dass immer wenn er Fressen bekommt, die Glocke klingelt und irgendwann hat er das Gefühl zu fressen mit der Glocke verbunden. Konditionierung. Wenn die Glocke klingelt, fängt er an zu sabbern, obwohl kein Fressen da ist. Und wir wollen dasselbe Konditionierungsmodell in die Selbstverteidigung mit reinbringen. Gerade für einen hinterhältigen Angriff habe ich sehr, sehr wenig Zeit, um zu reagieren. Das ganze Setup des Angreifers ist ja, mir keine Chance zu geben, mich zu verteidigen. Ich werde unter Umständen nur Millisekunden haben, um zu sehen, ich werde angegriffen und zu reagieren. Deshalb brauche ich ein Reizreaktionsschema. Ich habe nicht die Zeit, jeden einzelnen Abschnitt ruhig zu analysieren. War das eine aggressive Bewegung, die ein Angriff sein könnte? Und ich schalte direkt auf meine Reaktion um und handle. Hier ist wichtig, die Konditionierung in einem sinnvollen Kontext zu machen und mit realistischen Gewaltdynamiken. Ich will nicht jede Oma, die mich von hinten anrempelt, direkt umhauen. Wenn mich aber ein aggressives Schubsen von hinten bewegt, dann möchte ich natürlich reagieren. Das heißt, der Reiz muss realistisch gesetzt sein, mit einem möglichst schnellen, harten, aggressiven Angriff. Achtet auf die Trainingssicherheit. Das Ganze ist immer noch künstlich, das heißt, wir müssen eine gewisse Balance finden zwischen realistischem Angriff und dem Schutz der Teilnehmer. Eine Möglichkeit sind zum Beispiel Boxhandschuhe oder Schutzhelme, dann kann man den Schlag sehr, sehr schnell machen. Aber es verfälscht ein bisschen das Feeling und es verfälscht auch den Abstand und es hindert den Angreifer in der Art und Weise, welche Aktionen er benutzen kann. Ich mag am liebsten die Variante, wo der Teilnehmer so weit geschult ist, dass er mit Druck angreifen kann, aber nicht so viel, dass er den anderen verletzt. Wichtig hierbei ist, der Abstand muss stimmen, der Kontakt muss stimmen und die Härte muss stimmen. Konditionierung funktioniert nicht, wenn ich absichtlich daneben schlage, wenn ich in einer falschen Distanz angreife oder wenn ich meinen Angriff stoppe, bevor ich durchziehe. Weil das ein unrealistischer Reiz ist. Wir verknüpfen aber einen bestimmten Reiz mit einer bestimmten Reaktion. Wenn der Reiz unrealistisch ist, wird die Konditionierung in der Realität nicht greifen. Weil das Gefühl des Angriffs in einer ernsten Gewaltsituation anders ist als der Reiz im Training. Deshalb greift die Konditionierung nicht. Wir müssen so nah wie möglich an der Realität sein. Das ist enorm wichtig. Das ist der Reizpart. Der zweite Part ist die Reaktion. Wir können auf einen Reiz nur eine Reaktion konditionieren. Wären es zwei Reaktionen, bräuchte ich eine Entscheidungsfindung. Dann wäre es kein Reizreaktionsschema mehr. Reiz passiert, Reaktion kommt. Dazwischen ist keine rationale Entscheidung, keine Analyse von dem, was muss ich tun. Deshalb ist es so schnell und so gut geeignet für überraschende Angriffe. Im Oder-Loop würden wir die mittleren beiden Phasen überspringen. Nicht Observe, Orient, Decide, Act, sondern Observe, Act. Ich sehe etwas, das ist ein Angriff, ich handle direkt. Das funktioniert enorm gut und ist enorm mächtig. Ein schönes Beispiel für Konditionierung, das wir eigentlich alle kennen, ist das Kind, das auf die heiße Herdplatte fest. Man fest drauf, das tut weh, man zieht die Hand sofort weg und das Kind macht das nicht nochmal. Das ist Konditionierung. Da war ein Reiz, ein Schmerz und die Reaktion, die Hand weg und das hat sich sofort eingeprägt. Das funktioniert hundertprozentig. Das ist die Konditionierung, die wir auch umsetzen wollen für die Art und Weise, wie wir auf hinterhältige Angriffe reagieren. Das heißt, der Reiz muss so realistisch wie möglich sein. Die Reaktion muss simpel sein. Ich kann nicht genau wissen,
was für ein Angriff kommt. Das heißt, meine Reaktion kann nicht auf einen spezifischen Angriff ausgerichtet sein, sondern muss auf ein ganzes Cluster von Angriffen sein. Ich mache am liebsten die Variante Angriffe von vorne, Angriffe von hinten. Dafür habe ich zwei verschiedene Reaktionen, aber es sind auch zwei sehr verschiedene Reize. Von vorne habe ich die Chance, noch etwas Visuelles wahrzunehmen. Von hinten nehme ich noch etwas Taktiles wahr. Ich werde ja von hinten geschubst, geschlagen, was auch immer. Das sehe ich aber nicht kommen. Das heißt, der Reiz ist unterschiedlich. Dementsprechend kann auch die Reaktion unterschiedlich sein. Es sind zwei getrennte Sets von Konditionierung. Für den Angriff von vorne aber kann ich nicht unterscheiden zwischen einem linken Schwinger, einem rechten Schwinger, zwischen einem Würgen, einem Schlagen. Das erfordert wieder rationale Unterteilung. Sehe ich den Angriff in Ruhe kommen und habe Zeit, eine clevere Antwort zu wählen, dann ist das keine Konditionierung mehr, sondern ist das aktives Entscheiden. Das hat auch seinen Platz, das hilft mir aber nicht für diese überraschenden und schnellen gefährlichen Angriffe. Dafür habe ich schlichtweg keine Zeit. Reiz, Reaktion. So simpel wie möglich. Die Reaktion sollte ein paar Kriterien erfüllen. Sie sollte mich vor dem Angriff schützen. Sie sollte mich aus der Position herausbewegen, in der ich angegriffen werde. Und im Idealfall sollte sie den Angreifer in eine schlechtere Position bringen und den Angreifer verletzen. Das ist der sogenannte Golden Move. Ich werde geschützt, ich bewege mich in eine bessere Position, der Angreifer wird verletzt und er bewegt sich in eine schlechtere Position. Je mehr von diesen Dingen ich mit einer einzigen Aktion erreichen kann, desto besser ist meine Reaktion auf diesen Reiz. Trotzdem muss man sich bewusst sein, dass in einer realistischen Situation das nicht hundertprozentig funktionieren wird. Ich bin froh, wenn ich mich bewegt und mich geschützt habe. Das sind die beiden wichtigsten Kriterien. Wenn ich den anderen dabei verletze und unter Druck setze, ist das sehr vorteilhaft. Wenn nicht, kann ich von da trotzdem weiterarbeiten. Es macht durchaus Sinn, sich erstmal zu überlegen, welche Reaktion möchte ich programmieren. Die kann man dann austesten, das kann man auch ruhig in verschiedenen Varianten machen. Dann sollte man sich aber für eine entscheiden und die wird aktiv konditioniert. Noch ein paar didaktische Tipps zum Konditionieren. Während die Teilnehmer konditionieren, wird nicht kritisiert und korrigiert. Die Leute sollen ihre Fehler selber merken. Haben sie die Technik noch nicht drauf, dann geh wieder in das Verstehen zurück und lass sie das erstmal im Detail üben. Aber das Konditionieren ist ein Coachen der Teilnehmer von sich selbst. Ich versuche den Schlag zu blocken und ich kriege die Faust ins Gesicht, das merke ich sofort, denk nochmal an die heiße Herdplatte, das war nicht gut. Diese Art und Weise, mich zu bewegen, mache ich nicht nochmal. Was man tun kann, ist positive Verstärkung. Das heißt, die Teilnehmer üben das, der Trainer geht durch den Raum. Wenn einer einen sehr, sehr guten Durchgang gemacht hat, dann lobt man das. Das war super. Dann ist nämlich positives Feedback und Belohnung und auch Konditionierung funktioniert in diese beiden Richtungen. Ich werde bestraft, wenn es schlecht läuft. Bestraft im Sinne von, ich kriege eine negative Konsequenz, nicht ich werde niedergemacht vom Trainer. Und ich werde belohnt, wenn es gut funktioniert hat. Die Belohnung ist inhärent. Ich habe den Schlag abgewehrt, ich erleide keinen Schmerz. Es lohnt sich aber trotzdem, das als Trainer zu verstärken. Es war positiv. Das sollte man nicht übermäßig machen, sondern in den Runden, die sehr, sehr gut waren. Aber es ist eine Möglichkeit, den Schüler schnell auf ein besseres Niveau zu bringen. Man kann die Runde enden lassen auf einer besonders guten Durchgang. Das ist nämlich dann, dass der Teilnehmer mit einem sehr, sehr positiven Gefühl da rausgeht und dass sich auch so merkt, dass die ganze Variante sehr gut funktioniert hat. Konditionierung funktioniert auf viele verschiedene Arten und Weisen und mit vielen verschiedenen Stressfaktoren. Gucken wir uns erstmal Konditionierung im ganz allgemeinen Detail an. Wir machen die Abwehr gegen Angriffe von vorne, das kann zum Beispiel ein Schlag sein. Stehe ich hier und habe Zeit und ich sehe den Schlag kommen, kann ich in Ruhe blocken. Das ist keine Konditionierung und dann kann ich das machen, was besonders clever ist. Stehen wir aber sehr eng, ich nehme es vielleicht nicht wahr, was gleich passiert, ich bin abgelenkt und dann kommt der Schlag, dann reiße ich meine Hände einfach nach oben. Das ist meine Variante dafür, den Kopf zu schützen. Das ist nicht die einzige, aber das ist die, die für mich besonders gut funktioniert und die ich bei mir selbst konditioniert habe. Nimm deine eigene Variante und übernimm die Trainingsdidaktik dahinter. Das heißt, Konditionierung ist mit einem sehr, sehr schnellen Reiz für alle Angriffe von vorne. Das heißt, alles, was hier steht. Er kann in diesem Abstand stehen, er kann sehr viel enger stehen, kann auch seitlich stehen, er kann mit seinem linken Arm angreifen, er kann mit seinem rechten Arm angreifen, er kann gerade Schläge machen, seitliche Schläge, er kann zu meinem Bauch schlagen, er kann mich würgen, er kann mich treten, das ist alles egal. Natürlich funktioniert die Abwehr bei einigen Angriffen besser als bei anderen. Das Wichtige ist aber, dass ich mich immer in eine bessere Position bewege und mich vor dem Schaden schütze. Selbst wenn er mir in den Bauch schlägt und ich blocke hier oben, dadurch, dass ich nach vorne gehe, verbessere ich meine eigene Position und ich nehme weniger Schaden hier unten. Das heißt, ich bin danach in einer Phase, wo ich aktiv auf das Geschehen Einfluss nehmen kann und mit meiner Handlung bestimmen kann, einen besseren Ausgang zu erreichen. Das schaffe ich nicht,
wenn ich überrascht werde, versuche ich diesen Angriff hier unten abzublocken. Jetzt schaffe ich das vielleicht gerade noch und dann kommt direkt der nächste durch. Ich komme in eine negative Dynamik herein. Es ist ein Hinterhaltssetting. Er versucht mich abzulenken, zu überraschen, um den Angriff schnell umzusetzen. Jetzt gucken wir uns verschiedene Arten von Stress an, wie man das Ganze üben kann. Das erste ist, und das ist die einfachste Phase, wir stehen aber voreinander. Er ist komplett frei, wann er angreift. Und er ist komplett frei, womit er angreift. Einzige Einschränkung, es muss von vorne sein, weil das die Abwehr ist, die wir gerade konditionieren. Er kann sich frei bewegen, er kann den Abstand frei wählen. Ich stehe hier in einer halb vorbereiteten Position. Je nach Teilnehmer und je nach Niveau kann man das mehr vorbereiten oder weiter runterfahren. Wichtig ist, ein bisschen Trainingskünstlichkeit zuzulassen. Würde ein fremder Mensch mir auf der Straße so nahe kommen, dann würde ich den erstmal fragen, was da los ist und mich vielleicht besser positionieren. Selbst wenn er nicht besonders aggressiv ist, stelle ich mich hin und sage, hey, kann ich dir helfen? Das blenden wir für den Moment aus, weil wir die Abwehr konditionieren wollen. Dieses taktische Verhalten kommt am Ende mit dazu. Das integrieren wir ineinander. Das heißt, ich stehe hier, er bewegt sich frei und er entschließt sich. Er gibt mir so wenig Sinn wie möglich, dass gleich etwas passieren wird. Der Angriff an sich muss aber mit schnellem, hohen Druck erfolgen. Ich soll ja bestraft werden, wenn ich es nicht hinbekomme und der Reiz muss möglichst realistisch sein. Das ist die simpelste Form von Konditionierung. Es gibt sehr viele Trainingsübungen, mit denen man das umsetzen kann. Eine Variante ist zum Beispiel, mehrere Angreifer zu haben und der Trainer bestimmt, welcher als nächstes angreift. Das Bestimmen sollte außerhalb des Sichtfelds des Übenden erfolgen. Zum Beispiel kann der Trainer hinter mir stehen und auf den Angreifer zeigen, der mich als nächstes angreift. Der Angreifer wird genannt und der Angreifer folgt und ich weiß nicht, wann es passiert. Er sucht sich das aus, nachdem er aktiviert wurde, dann kommt der Angriff und ich reagiere auf das Ganze. Da haben wir ein gewisses Element von Überraschung. Überraschung ist sehr, sehr schwierig wirklich zu simulieren, weil die Teilnehmer im Training wissen alle, dass gleich etwas geübt wird. Das heißt, es ist nie wahre Überraschung, aber wir kommen relativ nah dran. Das heißt, die Elemente für den Anfang sind, der Angreifer bestimmt, was er macht, wann er es macht und aus welcher Position er es macht. Alternativ kann man mehrere Angreifer nehmen, die dann teilweise als Ablenkung dienen. Ich habe drei Personen vor mir stehen, zwei tun nichts. Das ist nur dafür da, um mich mit Reizen zu überfluten, dass ich nicht genau weiß, wer von denen direkt handeln wird. Man kann das Ganze auch mit einer etwas realistischeren Dynamik verknüpfen. Das heißt, der Angreifer kommt auf mich zu, fängt an, mit mir zu sprechen und versucht, mich abzulenken und einzulullen, dass er keine aggressive Intention hat. Beleidigt er mich da und wird wütend, dann nehme ich auf jeden Fall meine Hände hoch und gehe auf Abstand, weil das ja das realistische Verhalten, das ich an den Tag legen möchte. Wenn er mich aber freundlich nach dem Weg fragt und ich von der Körpersprache nichts wahrnehme, dass mir eine aggressive Intention verrät, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht vorbereitet reagieren. Da muss man einfach ehrlich sein, nimm Alltagsreaktionen mit dazu und lass dich darauf ein, dass es eine künstliche Situation im Training ist. Das heißt, er redet mit mir, ich rede zurück, ich versuche wirklich mental in das Gespräch zu gehen und nicht darauf zu achten, wann er den Arm bewegt. Und dann, in dem Moment, wo er das Gefühl hat, ich bin abgelenkt, dann versucht er den Schlag umzusetzen. Entschuldigung, ich suche das nächste Krankenhaus, was war das jetzt? Ich keine Ahnung, was ich kann mich ja gar nicht so gut. Die haben mir gesagt, da, ich muss da hinten lang, geradeaus. Oh, ja. Wohnst du hier nicht? Nee, ich bin hier nur zu. Oh Mann, also, ich will meinen Vater besuchen. Und irgendwo da hinten meinte er, soll ich lang? Ich habe mich auf das Gespräch eingelassen und ich war überrascht. Ich habe den Schlag gespürt, aber ich habe es noch geschafft, meine Hände hochzureißen und den schlimmsten Schaden zu verhindern. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein Moment, in dem ich etwas aufmerksamer sein soll, in dem ich mich besser positionieren soll, weil die Situation vielleicht etwas merkwürdig war. Aber wir sind nicht hundertprozentig aufmerksam in unserem Alltag. Wir kommen immer in Situationen, in denen wir abgelenkt sind. Es ist wichtig, das zu trainieren und dann am Ende zu integrieren mit Aufmerksamkeit, Positionierung und all den anderen Vermeidungsfähigkeiten. Trotzdem muss meine Antwort so konditioniert sein, dass sie auch wirklich funktioniert, wenn ich abgelenkt bin. Das ist ja das Merkmal, das ich erreichen möchte. Und Kriminelle sind sehr, sehr gut darin, mich abzulenken und einzulullen. Das kann eine Person sein, die redet, die zweite macht den Angriff. Das kann eine Person sein, die absolut harmlos wirkt. Es kann sein, dass sie mich in dem Moment erwischt, wo ich einfach komplett überfordert bin und an etwas anderes denke. Das heißt, wir haben Ablenkung. Wir haben die Wahl des Angreifers, wann etwas passiert. Und hier sieht man schon, die Dynamik wird immer realistischer. Wir sind sehr, sehr nah an realer Gewalt dran. Was man noch mit dazu nehmen kann, sind andere Stressfaktoren, und zwar physische Stressfaktoren bei mir selbst. Damit versuchen wir, Adrenalin und eine akute Stressreaktion zu simulieren.
Die wichtigsten Sachen sind Verwirrung und ein hoher Herzschlag. Das heißt, was man zum Beispiel machen kann, ist eine Stressübung, die mein Herz zum Rasen bringt. Dadurch kriege ich eine geringere Feinmotorik, ich kriege einen Tunnelblick, ich kriege eine schlechtere Entscheidungsfindung, all diese Dinge. Und im Kreis drehen, dass ich nicht mehr so gut im Gleichgewicht bin, dass ich verwirrt bin. Und dann kommt die schnelle Reaktion in diesem erschöpften Zustand, auf die ich reagieren muss. Wir machen als Beispiel einen kleinen Stresstest. Die Länge des Stress muss angepasst sein an deine Teilnehmer. Wir machen jetzt nur ein Beispiel, um die Übung zu zeigen. Ich mache 10 Burpees, ich drehe mich 10-mal im Kreis. Das heißt, wir haben physische Erschöpfung und wir haben Verwirrung. Und dann durchlaufen wir nochmal die Konditionierung. Laufen. Weißt du, wie ich nach Hause komme? Ich glaube, da drüben ist eine Bushaltestelle. Da muss ich, glaube ich. Ich glaube, hier die Straße. Konditionierung ist ein entscheidendes didaktisches Mittel, damit Antworten auch wirklich unter Stress funktionieren. Überprüf deine Technik. Hast du sie nur verstanden oder hast du sie auch konditioniert? Ist die Konditionierung realistisch? Ist sie zielführend und bringt sie dich weiter beim ernsthaften Angriff? Trainier viel und bleib sicher.